Alter, Alter, was geht hier ab? Und damit ein vielleicht letztes Mal. Ich würde aber tippen, dass wir danach noch eine Folge haben. Herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 3. Was ist hier mit uns los? Wie krass werden wir einfach hier wieder manipuliert. Oh, ein Schatz auch hier rumliegt. Wir haben schon so viele Schätze wieder alleine in dem Let's Play hier gefunden. Ich wusste mein Fernseher gerade, der will sich nämlich sonst abschalten. Gut. Die Frage ist, wo geht's weiter? Wie geht das hier weiter? Wo geht es weiter? Unten? Ne, ist nur noch hergekommen, oder nicht? Ja. Genau, hier unten sind wir hergekommen. Okay. Eieiei. So. Aber scheinbar müssen wir doch da rein irgendwo, warte mal. Ansonsten. Ja, wir müssten da eigentlich theoretisch hoch und rein irgendwie. Oder fall irgendwie da durch. Als der Taubert mal wieder schon manipuliert hat, ey. Da weiß schon wieder was. Ah, diese Psychospielchen, ne? Da kommen wir nicht weiter. Ah, es muss ja eine Möglichkeit geben, da reinzukommen oder so. Ah, hier müssen wir ja da runter, oder nicht? Oder müssen wir da irgendwo doch weiter? Was wir jetzt nicht gecheckt haben. Moment. Ja, die Tür ist falsch. Okay, hatten wir ja die Schießerei, das ist klar, das erinnere ich mich. Also die Leute kamen von hier oben. Na? Also ich vermute, dass es hier dass es da drin weitergeht. Und die Frage ist, wie kriege ich das aktiviert jetzt? Ja, die Gießkanne hier. Oh, yeah. Ja, das ist einfach irgendwas, was hier so eine Reliquie, die hier irgendwo rumsteht. Oder warte mal, müssen wir die mit dem Granatwerfer zerstören, die Dinge. Hey. Hätte ja sein können. Das ist jetzt die große Frage. Wie kommen wir hier weiter? Das ist. Ich hasse sowas. Irgendwie müssen wir ja.
Irgendwie müssen wir hier weiterkommen. Warte mal, ich habe jetzt gerade gar keinen Plan. Ich gucke jetzt gerade was sogar nach. Weil ich will jetzt eigentlich gerne... Weil ich habe jetzt gerade sogar das Video passend offen zu dem Spiel, weil ich einfach, wie gesagt, jetzt gerade mir bei dem anderen YouTuber mal kurz was angucken will, wo das hier weitergeht. Damit wir hier in dem Let's Play weiterkommen. Deswegen kann das dauert im Moment, dass wir gerade ein bisschen zögern. Was ist denn da hingegangen? Na ja, gut, den Schatz den hat er ja gefunden. Den habe ich auch jetzt gerade gefunden. Sorry. Warte, was ist denn da lang? Also, ja, es, tatsächlich geht's ja, geht das hier oben gar nicht weiter. Das geht hier unten weiter. Okay. Also, das muss hier irgendwo noch eine Möglichkeit in den Weg geben. Warte, wo ist denn der hier lang? Hier irgendwo. Hier ist er lang. Okay, dann weiß ich wo. Dann sind wir hier richtig. Wieder die Scheiße. Ja, okay. Okay, dann ist das jetzt der richtige Weg. Gut, dann weiß ich, wie wir weitermachen können. Oh, Alter. Diese Feuerdämonen, die gehen mir echt mittlerweile auf den Sack. Dämon. Ah, die fressen, fressen, fressen und du bist sofort tot. So, werden die mit der Pistole weggeschossen oder was? Dämon. Feuerdämon. Dämon aus. So, der ist tot. Ich hab sie, glaube ich, bei alle, ne? Oder? Ja. So, dann nehmen wir die mit. Die Mikropistole ist immer gut. Ich behalte mal eine M9. Gut, dann gehen wir weiter. Ja, Leute, ey. Es wird langsam too much. Okay, die Schlagkammer sehr eh nicht. Oh, Alter. Ja, ich kann nichts machen. Der eine, der grillt mich kurz und der andere haut dann noch eine Granate. Oh, Leute, was ist denn das heute los? Das sind ziemlich, das sind wieder so arschviele heute. Ja.
ziemlich schmerzhaft, so einer weniger. Och, leck mich doch am Arsch, ey. Das kann doch nicht sein, ey. Oh, du kommst direkt angelaufen. Das kann nicht sein. Ich habe keine Chance, mich zu Deckung zu bringen, weil ich mich auf einen konzentrieren werde. Leck mich doch! Ja, sehe ich vorbei. Die Typen, ey, die kacken mich gerade extrem an. Ich kann nichts machen. Ich bin sofort tot, sobald ich nur auf die drauf gehe. Sie gehen mir echt auf mittlerweile. Ich kann mich nicht verstecken, das ist das Problem. Sobald ich mich irgendwie verstecke oder so, kommt der nächste von der Seite da angeschissen irgendwo. Das kackt mich gerade an. Oh, meine Fresse, geh mir nicht auf den Piss, ey. Genau! Ich muss sie wegbeamen, das geht nicht. So, weniger, einer weniger, Gott sei Dank. Och, leck, mit euren scheiß verfickten Kackgranaten, geht ihr mir nicht um so. Mann, ich weiß nicht, wie ich sie kriegen soll. Haut doch einfach, lass mich einfach in Ruhe. Das kann nicht sein. Ich muss raus. So vielleicht. Jetzt haben wir einen Schuss drauf auf der Waffe. Ich muss den einen jetzt auch holen. Gut, mit der M9 kann ich viel machen, aber mit der Dings kann ich viel machen. So, irgendwann ist man auch gut jetzt, ey. Sorry, wenn ich mich da gibt. Manchmal muss man sich ein bisschen aufregen, ja. Weiter. Ja, ich will den neuen behalten. Sully? Sully! Sully! Hey, Sully! Nein, nein, er ist. Sully! Ich. Nein, nein, nein! Shit. So. Erstes. Ja, die Frage. Warte mal. Achso, ja. Sie steht an dem erst an dem einen Ding. Das heißt, ich muss den zweiten davon benutzen, oder was?
Ich meine. Hä? Alter, was ist das für eine Kacke, Kacke, ja? Ah! Gut. Sie geht jetzt auf die andere Seite wahrscheinlich. Also die Erscheinung da. Und geht jetzt. Und wir müssen das ebenfalls drehen. Das heißt, wir kriegen jetzt Hilfe. Hilfe. Na komm, hilf. So. Was ist das? Diese komische Wetterleuchtende. Na, muss mal raus. Was für eine kranke Psycho-Kacke hier. Jetzt keine Feuerdämonen mehr. Ich habe genug gehabt von den Typen. Aber ich glaube, wir kriegen bestimmt nochmal ordentlich Besuch. Jetzt hier weiter, ne? Bestimmt hier jetzt auch nicht weiter. Ja, zumindest keine Feuerdämonen. Kapitel Nummer 22. Die Tagträume. Ups, die habe ich Gott sei Dank noch rechtzeitig. Meinst du? Hör mal. Also. Hör mal. So, als eine Mikropistole mal. Boah, Alter, geh mir nicht auf den Sack. Ich muss mich gerade mal komplett auf. Ich muss. Oh, du hast mich gar nicht geschossen. Nein, nein, ich habe gegen die Wand geschossen. Die Kugel sind abgeprallt, habe ich getötet. So, dein Licht ist aus. Für immer. Deins auch. So, deins ist, du kannst auch mal eben kurz Feierabend machen. Ach ja, den hab ich eigentlich nie auf dem Schirm, den Pisser. So. So, dann. So, der ist tot. So, Gott sei Dank. So, jetzt habe ich zumindest mal halbwegs. Oh Gott sei Dank, ey. Ich brauche gerade Munition. Ich muss gerade ein bisschen Ruhe haben.
komm selber her und kämpfe, du Arsch. Dann liegt es auch aber aus. Jawohl. Hi! Scheiße, war ich schnell genug. So. Ich weiß, dass da hinten noch einer ist. Ja, ich habe natürlich kein Problem. Ich habe Probleme, dass ich keine Munition mehr auf der Waffe habe. Ich brauche wieder Munition, ne? Die Gruppe ist wohl. Ja, das ist immer gut. So, du bist auch tot. Es fehlt nur noch ein Hampelmann und der läuft hier irgendwo rum, ne? Oh, Moment. Ja, das habe ich gesehen. So. Alter. Oh, super. Nee, brauche ich nicht. Ich nehme die lieber. Und ich will lieber die bisschen. Boah, es geht an euch ab, ey. Haben die sich gerade selber hochgejagt, dass sie mir gerade die Arbeit weggenommen haben? Das ist nett. Dankeschön. So. Bist du das? Nee. Sorry. Ach, Gott sei Dank. Ein zweites Happy End haben wir auch noch. Alles klar? Ja, Mann, bei mir war... Was hast du? Wer sagt mir, dass du echt bist? Au! Ist dir das echt genug? Richt niemals eine Knarre auf mich. Sie haben dich erschossen. Nach der Finsternis. Was? Welche Finsternis? Was? Hör mal, du bist durchgedreht, als du das Zeug getrunken hast. Das Wasser aus dem Brunnen. Das hat die Stadt zerstört. Nicht der Zorn Gottes. Die Wasserversorgung ist verseucht mit einer Art halluzinogenem Erreger. Sie wurden alle verrückt. Das krass. Also wollen Marlow und Herbert. Oh Mann, ja. Katha sagte doch. Sie besiegen ihre Feinde mit Furcht. Oh Mann, das dürfte reichen. Verdammt lange. Mhm. Aber, Moment, das ergibt keinen Sinn. Wie wollen Sie das Wasser hier rausbekommen? Nein, nein, nicht das Wasser. Das, was in dem Wasser ist. Wie bitte? Okay, hör zu, lass mich mal überlegen. Salim sagte mir, dass Iram verflucht wurde, als Salomo die bösen Geister des Djinn in einem Messinggefäß einfing. Und in die Tiefen der Stadt goss. Nur ein Flaschengeist. Ich weiß, das klingt ziemlich verrückt. Und du glaubst, deshalb haben Elizabeth und die Francis Drake überhaupt erst hierher geschickt? Ja. Es gab keinen Schatz. Sie wollten Macht. Aber als Drake verstand, warum er hergeschickt wurde, brach er die Mission ab. Er log die Königin an, sagte, er hätte nichts gefunden und verwischte dann die Spuren seiner Reise. Schrieb die Geschichte neu.
Wer widerspricht schon Sir Francis? Ja. Was sagst du? Wir gehen runter und beenden die Sache. Und das würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Uncharted 3.